Hallo, heute will ich euch einmal eine Gitarre vorstellen, die für den Preis eine wirklich fantastische Gitarre ist. Und gleich geht's los. Mit der Gitarre anfangen, erstmal die Frage, was heißt das überhaupt? Für den Preis ist eine Gitarre gut, sehr gut oder was auch immer. Ist das nicht eigentlich nur eine ökonomische Bewertung, die eigentlich über die Gitarre wenig aussagt? Wenn eine Gitarre für den Preis gut ist, dann ist empfehlenswert so eine MSA Vision, 60 Euro inklusive Versand, funktioniert. Ist keine gute Gitarre, aber für den Preis ist die sehr gut. Was immer hängen bleibt bei Bewertungen ist dann dieses sehr gut. Die MSA ist eine sehr gute Gitarre, das ist sie überhaupt nicht. Für 60 Euro ist das okay, aber ich zeige euch jetzt mal ein Bild von einer Gitarre auf Amazon, die für den Preis wirklich sehr gut ist. Und dann die Frage, würdet ihr euch die kaufen? Hier kommt das Bild. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich glaube, viele dieser Bewertungen für den Preis, die werden gemacht, um, weiß ich nicht, da kriegt man mehr Likes. Wenn jemand eine SD62 von Harley Benton hat und ein YouTuber sagt, oh, für den Preis ist die echt gut, dann bestätigt einen das selbst in dem Kauf, dass man schlau war, dass man was Richtiges gekauft hat. Man sollte allerdings dann auch beachten, dass viele von diesen guten YouTubern, sehr gute Gitarrenspieler sind und das Ding dann testen über, weiß ich, 1500, 2000, 3000 Euro Amp mit allen möglichen Effekten. Könnte sein, dass sich da alles gut anhört. Wenn man die dann fragen würde, jetzt nicht für den Preis, sondern sagen ganz ehrlich, wie ist die Gitarre, weiß ich, ob da noch ein gut bei rauskäme. Ich sage mal, noch ein Beispiel hier für eine Gitarre, die für den Preis nicht gut ist, sondern höchstens ausreichend. Die zeige ich euch jetzt mal. Das ist eine Fender Ed O'Brien Gitarre mit einem Sustainer. Die kostet neu so um die 1000 Euro. Und als ich die neu gekauft habe, hatte ich ein bisschen Zeit, habe ich im Gitarrengeschäft weitergeguckt und habe dann eine Yamaha Pacifica 012, das günstigste Modell für 160 Euro gesehen, habe die mal spaßhalber in die Hand genommen und habe die beiden dann in einem Punkt verglichen. Und das ist die Bearbeitung der Bünde. Das ist nicht schlecht hier. Ist okay, da kannst du lang gehen. Aber es ist halt nichts wahnsinnig Besonderes. Und der Witz war, dass diese 160-Euro-Gitarre die genauso gut verarbeitet hätte. Und ich sage jetzt mal, bei einer 1000-Euro-Gitarre erwarte ich einfach mehr. Nicht nur ein Sustainer und bessere Pickups, sondern einfach auch eine bessere Verarbeitung. Also die Pacifica war im Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Die hier höchstens ausreichend. Aber es ist die bessere Gitarre. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte man dann vielleicht einfach mal vergessen. Und jetzt zu der Gitarre. Jetzt zu der Gitarre, wo ich dann sage, das ist ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann stellt euch mal vor, wollt eine Gitarre haben, Strat-Style, Stratocaster vielleicht, aber vielleicht auch von einer anderen Marke halt, dann wäre das Strat oder ST-Style. Und ich dachte, ich will da gute Tuner dran haben, Locking-Tuner. Nicht irgendwas, eine Marke. Sagen wir mal Grover. Und wenn die schon so einen Saitenniederhalter, also Stringtrier hat, dann von GrafTech. Das ist das Nonplusultra, der stört nicht groß. Und ein Sattel, guten Knochensattel oder halt auch von GrafTech. Tremolo braucht sowieso fast keiner, also am besten ein Hardtail ohne Tremolo. Und dann die Seitenführung durch den Body wäre auch noch geil. Ein guter Humbucker, splitbar und zwar brauchbar dann noch. Und vielleicht ein P90 und Single Coil, sowas in der Art. Ja, gut, aber mehr als 500 will ich nicht ausgeben. Und da gibt es eine Gitarre, die hat das, diese Ausstattung und kostet 300 Euro. Und nicht irgendwo von irgendwem. Wahrscheinlich in Indonesien oder so gemacht, aber von Yamaha. Die zeige ich euch. Das ist die 311H. Die hat das alles.
Und nicht nur, dass die diese Sachen hat, die im Grunde nur Namen sind. Die Frage ist ja, wie ist denn der? Das ist eine richtig gute. Oh, die Bünde sind besser als bei der Fender. Das ist eine richtig gute Gitarre, die sich leicht spielen lässt, die sich gut anhört. Ob die jetzt so perfekt verarbeitet ist, ich weiß gar nicht, ob die Fender perfekt verarbeitet ist. Ich habe die noch nicht ausgebaut, wie da der Hals im Korpus sitzt. Aber das ist eine richtig gute Gitarre. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis von dieser Gitarre, das ist wirklich phänomenal. Für 300 Euro sowas zu kriegen, ist wirklich ein tolles Ding. Und die habe ich die Gebrauch gekauft, die habe ich noch weniger bezahlt. Also da habe ich wirklich gutes Geschäft gemacht. Jetzt würde ich allerdings dann sagen, damit man das dieses, nicht dass das hängen bleibt, das ist eine fantastische Gitarre und die Fender ist eine gute Gitarre, sondern man muss das jetzt einfach mal ins Verhältnis setzen und sagt, vielleicht gibt man einfach einer Gitarre eine Schulnote. Das ganz objektiv kann das nicht sein. Man hat ja, ich habe eine Präferenz für Fender, da kriege ich immer im Hinterkopf den Bonus. Aber wenn man so eine Gitarre von 6 als Schulnote bis zu einer 1, dann würde ich sagen, so eine 1 könnte sein, ich habe noch keine in der Hand gehabt, aber rein von der Ausstattung, wenn die ordentlich verarbeitet ist, so eine Fender American Deluxe Plus, könnte ich mir vorstellen, dass das eine 1 oder so um die Gegend rum ist, oder eine Kastenshop oder was in der Art, ich weiß nicht. Und wenn man da eine 6 geben muss, sorry, Musikstore in Köln, aber eure J&D-Modelle, die ihr da hattet im Ausstellungsraum, damit konnte man Bäume umsägen und eine Gitarre, die ich anfasse und mich daran schneide, an den Bünden, dann ist es auch egal, ob da J&D oder Fender oder Gibson draufstehen würde, das ist einfach nur eine glatte 6. Also so in dem Bereich bewegen wir uns. Völlig frei jetzt von dem, was es kostet. Und dann würde ich sagen, diese Yamaha ist alles in allem eine 3, was ziemlich gut ist. Also ein befriedigend, ziemlich gut. Und bei der Fender würde ich sagen, das ist so eine, also bei der Etto Brian, das ist so eine 2-. Und wenn man dann sagt, eine 2- und eine 3, aber die eine kostet weniger als ein Drittel von der anderen, dann ist das natürlich schon interessant. Wenn man links die 1000 Euro hat und eine Fender will, würde ich die Fender nehmen. Habe ich ja auch gemacht. Die andere habe ich gekauft, weil da konnte man nicht dran vorbeigehen. Die war einfach sehr günstig. Und wie gesagt, bei den Bewertungen einfach hört genau hin, was die Leute sagen. Wenn jemand sagt, das ist eine gute Gitarre für den Preis, heißt das noch lange nicht, dass das eine gute Gitarre ist. Das kann auch ein Haufen Scheiße sein. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ein Like, wenn nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Und Kommentar könnt ihr auch dazu schreiben, eure Meinung. Und den Kanal abonnieren, wenn ihr Lust habt. Dann ciao.